Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Eingelegt und Angezockt. Ich bin der Thiago und wir machen direkt ohne große Umschweife weiter. Und zwar dachte ich mir, dass wir uns heute mal zur sengenden Sandwüste begeben. In dieser weiten Wüste dient den Pokémon eine kleine Oase als Ruheort. Na denn, ich bin gespannt. Direkt keine Zeit verlieren. Ah, hey! Hallo. Was ist da? Fußspuren von einem kleinen Pokémon. Tunguska. Ne, Tuska. Rolle, 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 Rolle. Hallo, guck mal hier hin. Guten Hunger. Das Ding finde ich ja irgendwie sehr verdächtig. Was haben wir hier? Kristallblume. Was verbirgt sich wohl in ihr? Ja, gute Frage. Kann ich aber nicht rausfinden. Kriegen wir jetzt ein besseres? Jawohl. Hallo. Komm ich nicht mal hin bis da hinten. Oh, da ist ja noch eins. Und ein Flemmli. Komm mal ran hier. Es hat es gegrillt. Was ist denn das? Wolverock. Rolle, 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 Rolle. Die haben wir schon. Okay, das bringt uns nur wahrscheinlich nicht so viel. Da kann man doch auch bestimmt irgendwas rauslocken, oder? Also früher wäre es zumindest so gewesen. Ah! Gibt's denn noch irgendwie mehr? Jetzt ist wahrscheinlich schon zu spät, ja? Für irgendwas. Wo kommst du denn her? Dürfte jetzt auch nichts mehr bringen. Ach ja. Gefühlt war hier nicht so viel los, oder? Ich habe krass viel übersehen. Aber die anderen waren deutlich lebhafter. Nehmen wir mal das.
Da war, glaube ich, das letzte hier das Beste. Das ist doch schön. Da nehmen wir das hier. Boah, geben sich nicht so viel. Alle ein Stern. Nehmen wir mal das. Flemly. Ah, okay. Bewerten Sie, Professor. Das dürfte nicht allzu spektakulär ausfallen. Boah. Also ich finde das gar nicht so schlecht, oder? Frisst gerade etwas. Naja. Boom. Nice work. Ja, komm, nehmen wir mal das andere. Mit dem Apfel, da ist zu gut. Scheint in Eile zu sein. Dass das so wenig Punkte gibt, verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. Das ist auch nicht schlecht. Setzt es da gerade Glut ein, um sein Essen zu braten? Und trotzdem so krass schlecht, ich verstehe das nicht. Also da waren ja Fotos vorher dabei, die gefühlt sehr viel schlechter waren und die hatten mehr Punkte. Das verstehe, wer will. Ich glaube, es reicht nicht für ein Level-Up, oder? Doch. Aber knapp. Wüstenforschung. Übrigens, ein paar Neuigkeiten. Okay. Ah, nein, da wollte ich gar nicht hin. Spannung steigt. Captain Vince. Die Erkundung der Wüste läuft wirklich gut. Dann könnt ihr euch ab jetzt auch nachts dort umsehen. Bitte macht Fotos vom Lumina-Phänomen, damit ich die Lumina-Kugeln für diese Insel entwickeln kann. Okay, die Neuigkeiten hielten sich also ein wenig in Grenzen. Schauen wir mal. Oh, wow. Ooh. Auch nicht. Hallo? Dann halt nicht. Ein Sandan. What the fuck? Ist da gerade eine Sternschnuppe runtergeknallt? Oder war das irgendwie ein Pokémon, das ich übersehen habe?
This is crazy. Na, das meine ich. Gefühlt ist hier einfach weit und breit nichts gerade. Gut. Gut, so Pokémon wie Wolverock bieten sich natürlich an mit ihrem Tag-Nacht-Wechsel. Ah, verdammt. Das reicht nicht. Okay. Okay, habe ich nicht erwartet, aber kann man mitnehmen. Ach, verdammt. Ich hätte halt gern noch ein vernünftiges Sandan-Foto gehabt. Ja, okay, da war halt so eine leuchtende Blume. Ist da schon wieder was runtergekommen? Meteno? Das kenne ich gar nicht. Hallo, Sandan! Hier rum passiert hier noch irgendwas? Nö. Naja, gut. Kann ich das irgendwie aufwecken? Oh, kann ich tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, ob das so eine clevere Idee ist, hier einen Onyx aufzuwecken, aber... Oh, da ist eine mit grünem Kern. Ich frage, ob ich das jetzt halt separat abgeben kann oder nicht. Da ist ein lila Kern. Violetter Kern, pardon. Und ich glaube, damit haben wir es, ne? Nein, will ich nicht. Da, das war die leuchtende. Ach ja, ich hoffe, ich kann die verschiedenen Farben separat abgeben, sonst wäre das echt ein bisschen nervig. Aber ich fürchte nicht. Ah, sag ich ja. Schade. Oh, warte. Ah, okay, genau. War eine andere Sternzahl. Nehmen wir das. Einfach mal wahllos ein paar Sachen mitnehmen. Gibt ja immerhin sonst Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich ergibt es wenig Sinn, Sachen einfach nicht mitzunehmen. Verhalten sollte genauer untersucht werden. Ja, so könnte ein Pokémon aussehen, das einfach auf die Mütze bekommen hat. Wenig überraschend. Neu. Great timing.
Das hat sogar echt viele Punkte noch gegeben, hätte ich nicht gedacht. Schade, dass er da nicht ein paar mehr Worte zu verliert. Das ist ein bisschen verschenktes Potenzial, finde ich. Mal gucken, wie viele Punkte es gegeben hat. Trommelwirbel. Level up. Oasenumrundung. Wenn ich Strecke neu starten drücke, könnte ich mir vorstellen, dass er nicht die Level 2 Strecke dann startet, oder? Dann schauen wir mal nochmal. Wüste Nacht, Level 2. Here we go. Auch Pokémon, die nicht das Hauptmotiv sind, beeinflussen deine Punktzahl. Viel größer wird's nicht. Hallo? Oh, es dreht sich tatsächlich noch um. Cool. Diesmal will ich ein rollendes Santana abgeben. Guck mich an. Wo Todd gerade meinte, meine Technik könne sich sehen lassen. Ja, das ist natürlich die hoch ausgezeichnete Technik des Pokémon-Apfel an den Kopf werfens. Okay. Das sollte auch viele Punkte geben, gefühlt. Nicht? Da ist doch aber auch was anderes. Sind da... Vertue ich mich? Waren die vorhin auch schon verschiedenfarbig?
einfach mal knipsen, aber wahrscheinlich sieht man dann auch nichts auf dem Foto. Ein Debeldra. Oh, cool. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn es zu mir rüber gucken würde. Aber dafür war ich wahrscheinlich jetzt viel zu spät. Ja. Das ist schön. Das nehmen wir. Dann nehmen wir mal das hier. Hauptsache schön groß im Bild. Da bist du noch größer. Nehmen wir größer. Das nehmen wir. Das ist ganz im Bild. Nehmen wir das. Bahnbrechendes Foto. Ah. Welches will ich denn haben? Ach komm. Wenn da schon mal ein 3-Sterne-Bild dabei ist. Als wurde es von etwas getroffen. 4700, Wahnsinn. A new discovery. Nice work. Nice work. Perfect timing. 4800, Wahnsinn. Nice work. Yay. Naja. Mal schauen, was das für unseren Level bedeutet. Oh, da fehlt noch einiges. Dieses Foto ist fantastisch. Na dann. Ja denn, wo gehen wir als nächstes hin? Oh, was ist denn jetzt? Social Media Neuling, okay, interessant. Haben wir hier schon? Haben wir schon. Nur einmal. Die haben wir, glaube ich, gut abgegrast. Schauen wir mal, dass wir überall mindestens Level 2 haben. Okay, dann sind wir tatsächlich jetzt wieder hier. Go, go, go! Piu, 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 piu. Gotta knips them all. Hier was? Nein. Warte, kann ich das abwerfen? Nö.
Hi. Gott. Mach das nochmal. Ja, aber scannen und dann sieht er nichts weiter. Plätschert hier doch irgendwas. Guten Tag. Ob der Professor aus so einem Bild erkennen würde, dass es ein Weilord ist? Ich bin in Versuchung, es auszuprobieren. Ihr seid nicht so die Apfeltypen, oder? Donk. Doch Apfeltypen? Nee. Gefühlt bringt das nicht so viel mit der Flöte. Nein! Verdammt. Egal. Ach, die wieder. Schade. Okay. Also ich bleib dabei. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es viel weniger Interaktionsmöglichkeiten als im ersten Teil gibt. Sehr viel weniger. Bisschen schade irgendwie, weil gerade das Ausprobieren hat ja so viele Sachen erst interessant gemacht. Alles Ein-Sterne-Bilder. Nehmen wir das. Okay, ein Stern haben wir noch nicht. So, das ist ja wohl ganz klar ein Weilord. Aber ich habe noch kein Zwei-Sterne-Bild. Schade. Das ist wahrscheinlich das Bessere. Na gut. Das dürfte besser sein. Sag ich ja. Das war knapp. Das dürfte auch besser sein. Nice work.
work. Great timing. Nice work. Nice work. Nehmen wir das Neue. 4500 Punkte, Wahnsinn. Level up. Übrigens ein paar Neuigkeiten, sehr schön. Mal schauen, was er zu sagen hat. So langsam. Oh, jetzt habe ich meinen Kopfhörer gezogen. Das ist nicht gut. Ich mag meinen Kopfhörer. Der darf da gerne drin bleiben. So. Professor, sind alle versammelt. Danke, Rita. Dann wollen wir mal. Ich habe einen neuen Teleportierpunkt entdeckt, aber... Juhu, sag uns wo. Er befindet sich am Meeresgrund. Hab gefahren. Aber das Neo One wurde nicht fürs Tauchen gemacht. Oh nein! Deswegen habe ich es umgebaut, damit ihr auch unter Wasser begeben könnt. Yay! Menno, erschreck uns doch nicht so. Boah, ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Macht euch bereit, der Meeresgrund wartet. Wir begeben uns unter Wasser? Das wird interessant. Ich bin gespannt. Ja gut, Todds Tipps. Achte darauf, dass das Gesicht des Pokémon nicht von seinem Körper oder der Umgebung verdeckt wird. Das ist relativ naheliegend, nehme ich an. Kann ich denn unter Wasser auch Äpfel werfen? Einfach mal scannen. Wo soll jetzt was sein? Hier. Gibt es kein Pokémon, was Felsen zerstören kann? Ein Lumineon. Kristallblume. Oh, geht so. So, ein Octillerie. Ich knipp's einfach immer schon mal. Direkt mal angepöbelt hier. Ob das so clever ist, hier zwischen Haien zu tauchen? Da war er nicht amused. Baldorfisch. Ich
will noch mal so einen Wütenden haben. Check. Na? Habe ich noch ein Bild, wo es genau drin ist? Nee. Das Tentoxa sieht relativ klein aus, oder? Oder täuscht das? Interessant. Guten Tag. Was passiert, wenn ich euch abwerfe? Nix. Das war's schon. Ich merke gerade, dass wir diesmal eine extra lange Folge gemacht haben, etwas unfreiwillig. Aber gut, soll's auch geben. Die Bewertung heben wir uns fürs nächste Mal auf. Haut rein, Leute, man sieht sich im Forum. Ciao.